vorhergehenden Video schon angekündigt, das Thema Haarveränderung in den Wechseljahren. Auch das ist ein Thema, was den einen oder anderen oder die ein oder andere umtreibt. Und auch da gibt es eine Menge Infos, die vielleicht wichtig sind, die der ein oder andere nicht auf dem Schirm hat. Und deswegen habe ich die für euch zusammengesammelt und ja, will ich die heute mal in dem Video präsentieren, damit ihr euch vielleicht den einen oder anderen Tipp auch gerne mitnehmen könnt. Erstmal schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Legen wir los. Ein typisches Phänomen in den Wechseljahren ist ja, dass die Haare ja anfangen auszufallen, dünner zu werden, dass es eventuell in den Konturen einfach ein bisschen lichter wird, dass bei Männern zum Beispiel ja am Oberkopf das Haar lichter wird. Und da ist ja das Thema erstmal grundsätzlich, wann beginnen denn eigentlich die Wechseljahre? Ja? Und das ist aus meinen Recherchen her sehr unterschiedlich. Das kann schon bei 30 anfangen, das kann aber erst mit 50 oder 55 anfangen. Also da gibt es eine Menge Faktoren, die das beeinflussen. Dazu aber später einfach noch mehr. Und die Frage ist, warum reden wir denn da überhaupt drüber? Ist ja ein langes Tabuthema gewesen. Gott sei Dank sind unsere Gäste im Salon da immer sehr offen, weil ich bin ja auch jemand, der das Ganze fördert, weil es uns wichtig ist. Wir können nur für euch einfach was tun, beziehungsweise euch gut beraten, wenn wir die Infos von euch bekommen, was euch umtreibt, wo ihr eine Herausforderung seht, wo ihr auch teilweise unzufrieden seid. Und deswegen auch hier meine Bitte nochmal an euch, wenn ihr solche Probleme habt, wenn es da Dinge gibt, die zu klären sind, dann klärt die gerne mit einem Fachmann. Das kann einmal vielleicht in der ersten Instanz der Friseur sein, aber das kann auch eventuell in der nächsten Instanz dann auch mal ein Termin beim Hausarzt sein, beim Hautarzt sein. Das ist auf jeden Fall wichtig, denn was wir auch immer wieder merken, wenn jemand sich mit seinen Haaren, mit seiner Optik nicht wohlfühlt, dann ist es natürlich auch ein Selbstbewusstseinskiller, dann ist das auch eventuell eine Einschränkung der Lebensqualität und auch des emotionalen Wohlbefindens. Und deswegen ist das ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, das ist vielleicht ein eher trockeneres Thema, aber auch das gehört ja dazu und auch das gehört zu Schönheit, zum Thema Beauty dazu für mich. Und das ja uns alle irgendwann trifft, ist es, glaube ich, auch ein Thema, worüber man einfach mal sprechen sollte. Die Ursachen, die überhaupt, ja, sagen wir mal, dazu führen, dass genau diese Dinge auftreten, ist in erster Linie einmal der Mangel an Mikronährstoffen wie Zink und Eisen. Eine weitere Funktionsstörung ist der Schilddrüse. Auch da gibt es ja, also auch die löst ja entweder das Ausschütten von Hormonen in eher gesteigerter Form, beziehungsweise in einer Form des zu wenig Ausschütten von Hormonen aus, beziehungsweise auch eventuell des gar nicht Ausschüttens. Das kann eine Ursache sein. Dann die Überproduktion von männlichen Hormonen kann durchaus ein Problem sein, was als Ursache gilt. Der Abfall des Östrogenspiegels, was ein gestörtes Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Hormonen auslöst, ist oft ein Problem. Mangelernährung, die dazu führt, dass die Haarwurzeln nicht genug Nährstoffe bekommen. Auch das ist ein Thema, was ich ja immer wieder auch in meinen Videos aufgreife. Auch da gibt es ja ein Video dazu, was ihr schon gesehen habt auf dem Kanal, wo ich das Thema komplett nochmal beleuchte, wo ich euch auch Anregungen dazu gebe, welche Nahrungsmittel mit welchen Nährstoffen versetzt sind, die für Haare super sind. Also da könnt ihr euch gerne auf dem Kanal informieren. Und ja, auch ein Faktor, auch der tritt immer wieder auf, wenn es um gesunde, schöne, kräftige und glänzende Haare geht, ist der Stressfaktor. Hat unser Körper Stress, dann ist natürlich auch das Haar in irgendeiner Art und Weise betroffen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Was Ursachen hat, hat auch meistens Symptome. Wann merke ich denn eigentlich, dass ich jetzt irgendwie in den Wechseljahren bin oder dass sich meine Haare verändern? Das muss ja nicht immer grundsätzlich der totale Haarausfall sein, sondern oft beginnt das Ganze mit dem Nachlassen der Eigenspannung der Haare. Es fühlt sich so an, als hat man weniger Volumen. Oft ist Glanzverlust ein
ein typisches Symptom. Also die Haare sind eher spröde, die Haare sind eher aufgeraut in ihrer Einzelhaarstruktur. Bei dem einen oder anderen äußert sich das Ganze in einer irritierten, sensiblen, manchmal auch geröteten Kopfhaut, beziehungsweise eher einer Kopfhaut, die zum Fetten neigt, beziehungsweise eine sehr trockene und schuppige Kopfhaut, die zu Juckreiz neigt. Also auch das ist auf jeden Fall ein Symptom. Man merkt es, wenn der Haaransatz zurückgeht, beziehungsweise hier am Oberkopf, also wenn so Scheitelpartien, Kontur, Stirnpartien auf einmal mehr auffallen, weil sie gefühlt ja transparenter sind oder überhaupt die Kopfhaut einfach durchscheinender ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass dieser Prozess begonnen hat und man da auch das eine oder andere machen kann, um da das Ganze noch ein bisschen hinauszuzögern. Ganz vermeiden kann man es natürlich nicht, aber man kann die eine oder andere Maßnahme im Prinzip ergreifen. Und das ist ja auch das, was wichtig ist. Was hilft denn? Was kann ich denn machen? Also, ein Punkt, der hilft, sind Spezialhaarwässer und Lotions. Da ist für mich so ein Wirkstoff, der sehr gut ist, oft Brennnessel und Minze. Das sind beides natürliche Essenzen. Warum sind die gut? Weil gerade ein Brennnesselsud ist wirklich cool. Ich habe das mal bei einer Kundin im Salon erlebt. Die hat Brennnessel ausgekocht und hat den Sud auf ihre Haare gegeben. Also ich war begeistert. Ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, bitte hör auf mit dem Zeug. Ja, weil sie hatte schon eigentlich ein sehr, sehr schönes und kräftiges Haar mit einer leichten Naturwelle und es wurde gefühlt immer mehr. Also das ist wirklich was, was ich als Booster für mich herausgestellt hat bei der Kundin. Ob das jetzt immer so ist, weiß ich nicht. Aber für die, die eher auf natürliche Mittel stehen, ist das auf jeden Fall was, was ihr anwenden könnt. Beziehungsweise Minze in Kopfwässern ist natürlich auch von Vorteil. Alles, was die Friktion anregt, sprich Friktion, die Durchblutung der Haarwurzel. Warum ist es gut? Weil die Nährstoffe natürlich dann aus dem Blut viel, viel besser in die Haarwurzel gelangen können und dadurch diese deutlich besser ernährt wird und mit einer besseren Ernährung ist natürlich A, das Wachstum angeregt und B, aber auch, dass das Haar wirklich in der Wurzel fester sitzt. Also sprich, es verlangsamt sich eventuell der Haarausfall dadurch. Anderes Thema, 17A Östradiol, das ist ein verschreibungspflichtiges Haarwasser bzw. Minoxidil. Das ist dann wiederum frei erhältlich. Das sind beides Flüssigkeiten, die auf die Kopfhaut aufgetragen werden. Hier muss man wirklich die Behandlungszeit und auch die Anwendung ganz streng einhalten. Ganz klar, bei 17a ist es sowieso so, dass man das mit dem Arzt bzw. mit dem Apotheker absprechen muss und das auch wirklich einhalten sollte, weil das wirklich immens wichtig ist, dass man dort nicht überdosiert bzw. einen Anwendungsfehler hat. Das Thema gesunde und gute Lebensweise spiegelt sich natürlich auch im Haarzustand wieder und auch gerade bei dem Punkt Wechseljahre ist Bewegung, ist Entspannung, eine gesunde Ernährung und 7 Stunden Schlaf ist einfach wichtig, um auch den Stresslevel zu sinken und dort auch insgesamt für ein Wohlbefinden zu sorgen. Weil wenn ich mich insgesamt wohlfühle, dann ist das auch immer signifikant, auch im zweiten Sinne für schöne Haare. Was noch Abhilfe schaffen kann, ist eine Hormonersatztherapie. Die kann natürlich die Wechseljahressymptome ein Stück weit lindern. Aber hier ist die Eignung grundsätzlich nur mit dem Arzt zu besprechen, weil es hier auch einiges an Risiken und Nebenwirkungen gibt. Und dort muss man wirklich mit dem Arzt zusammen abklären, ob der Nutzen dann individuell so ist, dass sich das auch lohnt, beziehungsweise dass man das Risiko eingeht. Hier bei dieser Variante werden quasi ausgleichende Hormone gegen das Absinken des Östrogenspiegels gegeben. Das Ganze geht auch pflanzlich mit sogenannten Phytoöstrogenen, aber auch das ist was, was man mit dem Arzt besprechen muss. Das ist eher eine schonende Linderung von Wechseljahressymptomen. Allerdings ist es auch hier so, dass die Verträglichkeit und die Nebenwirkung nicht für jeden geeignet sind.
Mal einfach so, wo kommen denn diese pflanzlichen, also diese Phytoöstrogene überhaupt vor? Die finden sich in Soja, in Rotklee, in Schafgarbe und in Mönchspfeffer. Das sind die Sachen, die man von innen heraus tun kann, aber man kann natürlich auch, ja, und deswegen habe ich das Thema auch so wichtig für den Kanal empfunden. Es gibt natürlich auch Tipps zur Frisurenoptimierung und zur Optimierung der Haarpflege. Ja, was kann ich denn machen, wenn mein Haar grundsätzlich dünner wird? Ja, da ist ja einmal das Thema, dass man sagt, okay, hier sollte ich vielleicht mal mit meinem Friseur die Frisur an sich besprechen, die ich habe. Ist es halt so, dass ich dann ein halblanges oder ein sehr langes Haar habe und ich merke, dass die Spitzen natürlich durch den natürlichen Ausdünnungseffekt, durch den Haarausfall sehr, sehr fransig sind, sehr ungepflegt, sehr trocken und auch zu Spliss und auch zu Bruch neigen, dann ist es hier wirklich wichtig zu sagen, hey, ich passe den Haarschnitt der natürlichen Haarmenge an. Also das heißt für mich als Friseur, ich muss vielleicht die Länge verändern. Ich muss die Art des Schneidens verändern. Art des Schneidens verändern heißt, dass ich vielleicht einen weniger gestuften Haarschnitt trage, dass ich die Form eher kompakt lasse, dass ich das Haar eben wirklich nicht ausdünne, nicht mit Modellier oder mit Messer schneiden lasse, um halt hier wirklich nicht noch einen dünner oder fransiger erscheinenden Effekt zu erzielen. Aber das müsst ihr auf jeden Fall mit eurem Friseur besprechen. Was noch wichtig ist, ein guter Haarschnitt bringt auch ein gewisses Eigenvolumen. Also das heißt, das Deckhaar zum Beispiel sollte nicht zu kurz sein, weil mit einem gewissen Eigenvolumen senkt sich auch der Stylingaufwand. Auch das kennt ihr von mir. Ich bin ja eh grundsätzlich der Meinung, dass ein guter Haarschnitt die Frisur schon macht und das Styling nur noch ja, 15-20% ausmachen sollte. Und von daher ist es wichtig, dass mit einem guten Haarschnitt ein super Eigenvolumen erzielt wird, weil dann ist das, was ihr an Aufwand betreiben müsst, sprich die mechanische Beanspruchung eures Haares eher niedrig ist und ihr auch deutlich weniger Produkt braucht, um eine Frisur herzustellen, mit der ihr euch wirklich wohlfühlt. Ja, das Thema Farbe, ja oder nein, in den Wechseljahren. Der Großteil wird mir wahrscheinlich die Frage mit ja beantworten. Ich bin der Meinung, da gibt es weder ja noch nein. Das Ganze muss man wirklich abhängig machen vom grundsätzlichen Haarzustand, aber auch vom Zustand der Kopfhaut. Und natürlich von euren eigenen Wohlbefinden, ja. Mit dem quasi, ja, oder mit dem feineren Haar geht natürlich auch die Überproduktion von H2O2 im Körper einher. Also das heißt, das Ergrauen des Haares geht auch immer schneller, beziehungsweise fängt an. Und dort weiß ich natürlich auch aus der Erfahrung aus dem Salon heraus, dass es auch die Leute gibt, die einfach sagen, hey, ich habe aber jetzt noch keinen Bock mit grauen Haaren rumzulaufen. Und auch da sollte man natürlich schauen, dass man die Haare ja entweder so schonend wie es geht färbt. Wenn es eine globale Färbung sein muss, sich vielleicht auch mal informiert, was habe ich denn für eine Möglichkeit an natürlichen Haarfärbemitteln, ob das jetzt in einer Biodrogerie ist oder ob das zum Beispiel mit einer Aveda-Farbe stattfindet, die eben deutlich weniger chemische Inhaltsstoffe hat und das eine klassische Haarfarbe hat, wie wir es jetzt im Salon betreiben, beziehungsweise was ich auch für eine Nuance wähle, ist auch so, dass eine Blondierung beziehungsweise eine heller Färbung auf der Kopfhaut natürlich deutlich strapazierender ist, als jetzt vielleicht eher eine Tönung in einem dunkleren Bereich. Beziehungsweise ist überhaupt die Frage, muss ich jetzt global färben oder lasse ich mich vielleicht von meinem Friseur zu einer tollen Strähnentechnik inspirieren, wo überhaupt kein Produkt jetzt auf die Kopfhaut kommt, beziehungsweise da auch keine Überstrapazierung stattfindet. Ja, und dann haben wir noch das Thema Styling und Pflege. Für mich, ja, auch das ist eine Frage, die oft gestellt wird, wie oft muss ich denn Haare waschen? Da gibt es natürlich auch kein grundsätzliches Zeitfenster. Für mich immer so wenig wie geht, weil natürlich je weniger ich die Haare wasche, umso weniger tue ich meine Kopfhaut und auch mein Haar strapazieren, umso weniger entziehe ich Feuchtigkeit und rege die Kopfhaut wieder neu an. Was hier wichtig ist, ja, für mich alle 3 bis 4 Tage silikonfreie Produkte benutzen, parabenfreie Produkte verzichten, Verzicht auf sehr ölhaltige Pflegeprodukte und ja, das Produkt auch wirklich sehr, sehr sparsam einsetzen. Da auch schauen, dass ihr Produkte wählt, die sehr, sehr hoch dosiert sind in ihrer Pflegewirkung, wo ihr wirklich wenig Produkt anwenden müsst. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel
für die, die unser Leave-In kennen von Caimana, ja, wirklich immer wenig, da reicht ja wirklich sehr, sehr wenig Produkt, ja, und das in den Längen und Spitzen nur angewendet, also nicht auf die Kopfhaut gebracht. Und es gibt einen tollen Glanz, es gibt eine tolle Feuchtigkeitszufuhr, es ist Hitzeschutz dabei, ja, und ihr könnt das Haar super auskämmen ohne Schmerz. Das sind für mich so Produkte, die ihr anwenden könnt oder wo ihr anwenden solltet, die eben deutlich höher angereichert sind und damit braucht ihr auch sehr, sehr wenig Produkt. Bei den Bürsten und beziehungsweise Kämmen, auch da könnt ihr einiges beachten. Schaut da, dass ihr das wirklich sehr, sehr sanft macht, dass ihr auch da zu einem hochwertigen Haartool greift. Da gibt es tolle Paddle Brushes, ob das jetzt von Aveda ist, beziehungsweise auch hier unsere Caimana Bürste mit Federkopf, die Kopfhaut extra nochmal schont, beziehungsweise auch das Haar sehr, sehr schmerzfrei entwirrt. Oder ihr nehmt eben gerade auch eine Haarverlängerungsbürste von Great Lengths, die auch nochmal zusätzlich eine gewisse Weichheit haben, um da das Haar wirklich schonend auszukämmen. Da habt ihr mal drei Optionen, die ihr einfach wählen könnt, wo ihr auch mal ein bisschen probieren könnt, beziehungsweise bei den Rundbürsten beim Styling. Da schaut mal gerne in unser Video zu den die optimale Haarbürste rein. Da gebe ich ganz viel Tipps, welche Bürste für welches Haar geeignet ist. Geföhnt werden sollte sowieso so wenig wie möglich und wenn es geht auch so kalt wie möglich. Klar, wenn ihr eine schöne Form föhnen wollt, braucht es ein bisschen Wärme, um das Haar zu formen. Aber das muss ja vielleicht nicht jeden Tag oder bei jedem Styling sein. Also reduziert das und schaut, dass ihr da einfach trotzdem eine schöne Frisur habt, die aber vielleicht weniger aufwendig und weniger mechanisch beanspruchend einfach gestylt wird. Ja, und was noch ein wirklich guter Haltbarkeitseffekt fürs Haar ist nicht Haarspray oder Haarlack, wie jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, sondern mein Trockenshampoo-Tipp, das wisst ihr, ich schwöre auf das Zeug, das schön nach dem frischen Styling in die Ansätze gemacht, das schützt davor, dass die Kopfhaut oder beziehungsweise dass der Haaransatz das von der Kopfhaut abgeschiedene Fett und Talg sofort wieder aufnimmt und das Haar an Volumenverlust leidet. Also mit einem guten Trockenshampoo im Haaransatz lässt sich auch die Haltbarkeit der Frisur doch um den einen oder anderen Tag ausdehnen. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass ihr weniger an euren Haaren machen müsst, beziehungsweise auch die Haare nicht so oft waschen müsst. Ich denke, das war eine Menge Info zu den Haarveränderungen in den Wechseljahren. Man kann das Ganze natürlich noch ein Stück weit mehr ausbauen. Was so die Begrifflichkeiten und Hormone angeht, das habe ich euch jetzt einfach hier mal erspart. Ich denke, das Wichtigste ist gesagt, hoffe ich. Wenn nicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder gebt gerne eure Feedback noch dazu. Wer hier betroffen ist, scheut euch nicht. Die meisten Friseure sind wirklich gut ausgebildet, kennen sich mit dem Thema aus. Geht einfach zu eurem Friseur, besprecht das Thema. Ja, und ich denke, dann ist es auch relativ easy, da Lösungen zu finden. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, weil das hilft natürlich nicht den Haarwurzeln. Guckt einfach, dass ihr da ehrlich mit eurem Stylisten sprecht, holt euch Hilfe ab, holt euch Tipps. Ansonsten schreibt uns, auch wir haben immer was für euch. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ja, weitere Themen, die ihr wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch das würde mich freuen. Also wer den Kanal hier heute zum ersten Mal sieht, ich würde mich freuen, wenn ihr ihn abonniert, ja, wenn ihr die Glocke bedient und wenn ihr ein Like da lasst, wäre es auch cool. Ansonsten, wer mich hier zum ersten Mal sieht, mein Name ist Sven Henschel. Ich bin verantwortlich bei den Style Coach für das Thema Haare und ja, freue mich mit meinem Kanal, das ein oder andere Haarthema hier aufzugreifen. Schön, dass ihr da wart, mir hat es Spaß gemacht. Bis dann.